Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online. Wir testen heute mal eine Map vom lieben Killracer. Danke dafür, dass du mir Bescheid gesagt hast, dass du eine Map für uns gebaut hast. Könnt auch gerne eine Map für uns erbauen, einfach dann nur Bescheid sagen. Aber wir wollen ja unsere Mitspieler oder Mitstreiter mal begrüßen, und zwar den Hellgamer und den lieben Moblock. Hallihallo meine Genossen. Moin. Moin. So, Freunde, Panto-Action. Ich bin Erster. No, wow. Wow. Eloy. Meine Güte, lass mich doch hier durch, ey. Ich bin jetzt, ey, du fährst in mich rein, also bitte. Wenn du so langsam bist, was kann ich dafür? Kauf den besseren Panto. Ah, ja. Kauf den besseren Panto, das gleiche könnte ich auch sagen. Was? Ich lieg doch vor dir, also. Na ja, noch, mein Lieber, noch. Man soll den Tag nicht vorm Abend loben, ne? Ich lob immer meinen Tag vorm Abend. Ach, by the way, Freunde. Abend, läuft. Ja, guck mal, jetzt snack ich mir hier Windschatten, guck mal, ja. Danke. Aber by the way, Freunde, der liebe Momoblock wollte am Wochenende einen Stream starten, in dem er eure Fragen beantwortet und nebenbei ein bisschen zockt. Also schaltet da gerne mal bei ihm ein, und Harry Gamer, du fährst mal ein bisschen schneller hier. Ja. Ja, ja. Bis warte. Momoblock geht natürlich immer am weitesten. Klar, durch Windschatten. Die Bäume werden uns bestimmt auch mal des Öfteren besuchen, beziehungsweise küssen. Egal, wer sie Windschatten hat, ja, Harry Gamer rastet komplett aus. Ja, kann man nicht viel. Nachher fährst du voll in die Seite. Sagen, aber ich bin immer weg. Ja, ja. Das ist frech. So, auf geht's hier. Komm, Harry, wir müssen ihn rasieren. Das ist unsere Stadt. Meine Stadt, meine Land. Urheberrecht. Nein. Urheberrecht ist das nicht. Ich wollte gerade sagen, so wie er singt, der kennt das keiner. Richtig, das ist auch. Sieh es mal so als Vorteil, ich kann alles singen und ich werde dafür nicht gestrikt. Also hat auch Vorteile. Oder auch Nachteile. Ja, das stimmt. Die Anzeige wegen Körperverletzung rein. Wollte ich gerade auch schon sagen. Ja, dir ist klar, Alter. Ah, nee, Digga. Verkehr mit dir aufstellen. Verdammt. Ne. Also, ich will nichts sagen, aber. First try? Ich bin nochmal weg. Ja, ja. Mhm, first try. Und die nächste gleich auch direkt first try mit. Kappa. Übelst Kappa nie gefahren. Die Kacke. Das war knapp. Ich will nichts sagen, aber first try. Beides. Ich bin mal weg. Tschüss. Ja, ja. Boah, warte mal. So, second try. Hab ich. Cody, wo bist du denn? Ich bin gerade bei den Tankwagen. Tja, gefällt, würde ich mal sagen. Mega gefällt, Alter. Nein! Scheiße! Ja doch, hier oben ist ja ein Punkt gewesen, sehr gut. Und er hat es wieder, verschissen. Komm, ein bisschen Trollen muss sein, ey. Ja, natürlich, Trollen muss sein. 10 Jahre Ladebetscreen. Ja, natürlich. Und, Cody, bist du dran? Natürlich bin ich dran. Gut, dann lass uns gleich mal den Harry ein bisschen ärgern. Ich bin rausgeflogen. Nein. Komm, Freunde, first try. Ja doch. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich wollte dich stoppen, du Sack. Nein. Verkackt? Ja, und Harry ist durch, Harry ist durch, Harry ist durch. Der kann... Kannst du ihn trollen? Oh, jetzt oh Junge, ne? Scheiße, wir,
Junge, der Zitrone flippt ja übel kacke manchmal. Was willst du sagen? Ich bin fast mal durch und wieder 10 Jahre Ladewitz gehen. Junge, ne? Beim Zitrone, die Auffahrt. Absoluter Müll. Bei mir zumindest. Sag mal, wie oft willst du noch failen, Alter? Was bist du denn für einer, Alter? Ich möchte dich aufhalten. Ja, ist nee, ist klar. Komm schon, Zentorno, lass mich nicht im Stich. Na, Bobo. Ziemlich gefailt. Du hast den Kill dafür gekriegt. Ja. Ja moin, blau. Nee, ich hab's nicht verstrikt, aber Momo hat mich noch so. Momo hat mich so ausgebremst. Seid ihr beide durch? Nee. Harry. Ja. Lass mal Cody ärgern. Lass mal Cody trollen. Wenn ihr es schafft. Okay, komm. Nein! Er hat verkackt. Schon wieder. Der ist unten, der ist unten. Der fällt gerade auf. Ich muss reinquetschen. Ich, als ob ich es wusste. Genau vor mir eingeschlagen. Junge, aber der Zentorne flippt ja auch übel kacke bei mir. Ja, du musst den richtig. Ja, ja. Na, Momo? Na, Cody? Kommst du nicht weiter? Boah. Ich hab nicht mal die Plattform getroffen. Harry, wenn Cody nochmal verkackt, ist die Einfahrt zu. Nein! Komm, Harry, beeil dich! Die Einfahrt ist zu. Komm, beeil dich, Harry, beeil dich! Schalten auf! Schon dabei? Junge, du kleiner Pisser! Komm, der ist direkt bei mir! Harry? Ich wollte mich eigentlich kamikaze-mäßig in die Luft sprengen, aber. Meine Nase ist krumm den Code. Ah, Kacke! Ach komm, keine Punkte, Alter. Erstmal ein bisschen weiter trollen. Ja, nee, ist klar, immer. Ich, ey. Immer ich, armer Boy. Wage quitten. Bring ihn zum Wage quitten. Ah, da müsst ihr lange weiter. Ja, könnt ihr lange warten. Nein! Ich bin auf dem Wallride! Ich bin auf der Spirale! Ich muss mal kurz wissen, wo mein Ding ist im Arsch, Alter. Wenn ihr einmal hinter mir seid, ne, dann hagelt das ist Rache. Und der von Zorn flippt mal wieder göttlich, Freunde. Aber ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn ich bei oben bin. Vorausgesetzt, dass ich dann auch lebe und ich schon gerechtkettet bin. So, jetzt bin ich endlich mal wieder dran. So, jetzt bin ich dran. Ja, hab's. Ich hab's, meine Freunde. Cody hat es. Ich habe es. Ich habe es. Da ist jemand in Sea Sparrow. Kennt ihr Avalanche? Bis du mich aber triffst, ist es vorbei. Das ist glaubst du auch nur du. Komm, Cody. Komm, Cody, wir machen so. Flugzeug gegen Heli. Nö, nö.
Na trau dich doch. Können wir denn ja mal in der zweiten Runde mal so besprechen, ne? Eigentlich könnt ihr jetzt auch die ganze Zeit in der Luft bleiben und euch trollen. Mach doch. Weiter. Komm, nee, komm, ihr auch nicht. Ich bin zu weit weg von euch erstmal. Wir kommen weiter. Und zur Fußparcours! Ernsthaft? Zur Fußparcours. So. Ich hab die AMG-Version von dem Design. Anto 63 AMG ist es. Komm, Harry, wir müssen gleich mal nochmal ein bisschen Cody trollen. Ihr habt mich bis jetzt kein einziges Mal da irgendwie runtergeholt vom Rawride. Also. Und ich habe sogar einen Kill bei dir gekriegt, also. Ha? Den Kill hole ich mir auch wieder. Ja, viel Spaß dabei. Den musst du aber hier im Rennen wiederholen, ne? Weil sonst gilt's ja nicht, ne? Wenn schon, denn schon hier. Ich hole den Kill schon, wenn dann bei meinem Capture wieder. Aber Freunde, ihr könnt ja gerne mal eine Meinung zu Clone Wars oder zu Mandalorian, bitte ohne Spoiler, unten in die Kommentare schreiben. Ich finde die Serien beide, wie immer, sehr gut gelungen. Gut, Mandalorian, die erste Staffel, ist für mich sehr gut gelungen. Clone Wars, da kann man erwarten, dass es sehr gut ist. Habt ihr denn auch vor, die zu gucken? Ja. Ich hab Clone Wars. Ich hab Langeweile. Ja, du hast sehr viel Langeweile. Ich glaube, ich fange gleich an zu streamen. Ja, ja, dann macht das mal. Aber erst nach den Folgen. Ich weiß gar nicht, wollen wir das auf eine Folge quetschen oder doch lieber auf zwei aufteilen? Auf eine. Auf eine, okay. Quetschen wir das alles in eine Folge. Hey, und Harry hat selbst. Harry hat Selbstmord begangen. Was hat er denn gemacht? Wolltest du Cody trollen? Ja, das ist nicht mehr in meiner Nähe. Ich wollte vorher aufhalten, bin abgerutscht und irgendwie gelandet, dass ich direkt explodiert. Ersten oder zweiten Warwatch? Bitte, mach das nochmal, ich will's sehen. Das kann, ja? Das war noch nie gerade. Ich glaube, das kann. Cody ist jetzt mit dem Panto unterwegs, sehe ich gerade. Du weißt, dass der Panto ultimativ ist. Damit kann man alles machen und es gibt nichts, was unmöglich ist mit dem Ding. So, mal eben auffahren. Und dann hinter Harry her gucken. Komm, Harry, geschafft? Mahlzeit, Harry! Boah, Harry, lass uns mal den Jet nehmen und dann die ganze Zeit nur bei Cody rumgeiern. Ja, dann macht das mal. Ihr kriegt dann den Kills, ne? Es ist eigentlich schon traurig, Alter, dass Harry vor mir den Warwright geschafft hat. Ist mein Heck ausgebrochen, Alter. Da weißt du, wie ich mich immer gefühlt habe. Komm auf den Warwright drauf, brich das. Ja, das ist mir aber auch letztes Mal passiert. Mann! Ich will die Scheiß vom 1K haben, die ist besser bei Warwright. Wir wollen ja mal hier nicht so Noobies sein, ja? Nimm das, was du bekommst. Und wollen nicht rum. Oder ein XA. Oder T20, ey, besser als ein Centauro. Ich bin drauf. Schon mal ein bisschen rummeckern und dann passt das alles. Ja, immer, immer. Ich bin auch drauf. Und ich will nichts sagen. Nein! Wie war das? Du wolltest da was sagen. Nein! Ihr wolltet was. Du wolltest was sagen, Bobo? Ich bin ganz oben abgekackt. Ich bin abgekackt. Das hab ich auch einmal geschafft. Letzte Runde, dass ich kurz vom Punkt oben rausgerutscht bin. Ja, da würde ich mal sagen, Karma. Hallo Freunde!
Hallo Cody! Oh, und direkt erstmal die Kehrtwende machen. Direkt erstmal gucken, wo der Cody geiert. Nein! Ich und dachte, Cody schafft es noch, dann hätte ich den nämlich runtergerissen. Ja, ich hab das schon vorher geahnt. So blöd bin ich jetzt hier auch nicht. Ich geh da mal ein bisschen Vortry haben, okay? Nee, ich dachte jetzt hier trollen also ein bisschen, also. So wollen wir mal hier nicht sein, ne? Also. Ja, ich sammle mir den nächsten Punkt, bevor Harry mir noch den Punkt baut. Bei den nächsten 13. Jawohl, du hast es auf nach Cody. Direkt auf nach Cody. Sammle ich nicht den Punkt, also muss ich was beizubringen. Bis Cody. Ganz unten, ganz unten! Jo, nein, ihr habt beide gefailt und zwar übelst. Hä, ich bin voll in dich reingefallen. Nein! Ich hab dich doch voll Kanne berührt, Alter. Die Explosion hat dich doch zur Seite geschleudert. Nein! Könnt ihr meine Aufnahme sehen? Ich bin sogar oben angekommen. Bei dir bin ich voll in dich reingefallen. Danke für den Call, dass du oben angekommen bist. Also, Harry, zumachen. Zumachen! Ich hatte nur noch ein Gefühl, das war schwer. Er hat verkackt. Ja, los! Los, Bobo! Harry! Wo bleibst du? Oh, daneben! Komm schon, Harry! Hau rein, Cody ist fast oben! Nein! Verkackt! 10 Jahre Ladebetrieb. Verkackt, scheiße. Ich hab ihn rausgeholt. Er hat einmal einen grimmigen Blick abgesessen und schon hab ich verkackt. Ist einfach. Ja. Diesmal läuft das ist richtig er drauf? Gut. Ist er drauf? Ist nicht mehr. Hab verkackt. Schon wieder verkackt? Ja, ich. Das ist halt manchmal so. Diesmal hast du mich erwischt, aber. Aber hast mich erwischt, aber nicht in die Luft gejagt. Das ist mir aber egal. Ja, Cody hat ja den Kill gekriegt. Wir müssen einfach nur gucken, dass Cody nicht in ein Flugzeug kommt, ey, sonst haben wir die Arschkarte. Nein, er ist drauf. Er ist drauf. Nein, ich hab verkackt. Ja! Nein! Du stößt oben nochmal gegen! Harry, hast du den Punkt gegeiert? Karma! Ich hab den ersten Punkt geholt. Boah, los! Magst du nicht? Nur so, weil ich wurde plötzlich Zweiter. Ursa? Fast oben. Ja. Tschüss, ihr Lappen! Komm, von unten wegrasieren! Harry! Wie das aussieht, ein. Wo wollt ihr denn hin? Ach, Harry. Hä? Cody? Ja, was? Cody, so schnell. Cody hat Spiel verlassen. Läuft, ihr seid aus dem Job rausgeflogen. Ihr seid gerage quittet, also bitte. Ihr seid doch gerage quittet. Also Leute, GTA ist mal wieder richtig on point hier. Aber die Map machen wir noch zu Ende. Ist ja nicht mehr weit. Genau. Willst du auch mal beenden, aber mach's wieder selbst mal. Wie die beiden einfach. Wenn das genau ja das richtige Flugzeug ist, klein fliegt. Und hat keine Waffen, also musst du Kamikaze machen. Kommt wirklich so gut wie überall durch. Du nimmst auch eine Palme, die irgendwo am Arsch der Welt steht, wo rumherum 10.000 Kilometer frei ist, nimmst du trotzdem mit. Das ist traurig und wahr.
direkt wieder mit meinem Paul Walker oder weiterfahren. Ja, ich warte kurz vorm Ziel. Aber ich würde sagen, Freunde, wir teilen das mal auf zwei Folgen auf, die beiden Maps. Sonst wird das hier noch zu lang für euch. Habt ihr denn noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr mir hier talken wollt, meine Freunde? Da keine Antwort kommt, würde ich mal Nein behaupten. So. Dann würde ich mal schon mal anfangen, die Abmoderation. Ihr kennt ja den Rest der Strecke. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Map gefallen. Der Kill Racer wird sich auch gerne darüber freuen, wenn ihr auch gerne diese Map spielen würdet und auch eine gute Bewertung da lasst. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.